Tanja und heute gibt es nochmal ein Q&A-Video, weil super, super viele Leute Fragen gestellt haben und das letzte auch schon ein paar Tage her ist. Ich glaube ungefähr so 3-4 Wochen, ich bin mir nicht ganz sicher. Also dachte ich mir, wäre es mal wieder an der Zeit. Falls ihr weiterhin Fragen habt, dann könnt ihr die gerne unter Hashtag FragRonja in die Kommentare oder auf Twitter oder auf Instagram schreiben. Und dann sehe ich das und kann gegebenenfalls noch ein Video machen, wenn ihr das möchtet. Von Summers Malerei. Frag Ronja, hattest du jemals eine schlimme Verletzung? Ich hatte nicht wirklich eine schlimme Verletzung. Ich habe mir tatsächlich nie wirklich einen Knochen gebrochen. Aber ein bisschen eklig, okay? Ich bin damals im Sportunterricht hatten wir Turnen, beziehungsweise wir haben so menschliche Pyramiden gebaut. Und ich war damals ziemlich dünn und dementsprechend auch ziemlich leicht. Und deswegen war ich halt ganz oben auf den Pyramiden immer. Und am Anfang war es keine große Sache, weil das dann halt so 3 Menschenpyramiden waren. Aber als es dann an die großen Pyramiden ging, war ich einmal ganz oben und irgendjemand, ich weiß nicht, es hat gewackelt oder ich habe das Gleichgewicht verloren. Ich weiß nicht mehr genau, wie es passiert ist. Da war ich in der 8. oder 9. Klasse. Also keine Ahnung. Jedenfalls bin ich von dieser Pyramide runtergefallen und habe mir irgendwie meinen Arm am Boden geprellt und mein, ich weiß nicht, ob man das noch sieht, aber mein eines Schlüsselbein, das hier, steht weiter raus als das hier, weil das aus dem Gelenk, weil ich halt auf die Schulter geknallt bin und dann ist das Schlüsselbein aus dem Gelenk rausgesprungen und also das ist mittlerweile besser geworden, aber das stand echt weit draußen vor und das war nicht schön, das war, ja, also es ist nicht durch die Haut oder so, Gott sei Dank, das wäre, nein, das ist zum Glück nicht passiert. Aber das war nicht so spaßig, weil das hat auch ein bisschen wehgetan. Und dann, das war vor allem auch im Sommer. Und dann hatte ich meinen Arm für so gute 3 Monate in so einer blöden Schiene und konnte nicht ins Freibad gehen. Und mein doofes Schlüsselbein guckt raus. Und ich war, es war super nervig. Aber ja, das war, würde ich sagen, meine schlimmste Verletzung, die ich jemals hatte. Nächste Frage. Frag Ronja, wie alt bist du und was machst du so in deiner Freizeit außer YouTube? Wie alt bist du? Kam letztes Video schon. Ich bin 20. Hi. und ich mache relativ viel. Also ich gehe ja zur Uni, für die, die das nicht wissen. Ich gehe zur Uni. Ich studiere Psychologie. Beziehungsweise momentan Psycho-IT, aber ich wechsle jetzt in Psychologie. Und das heißt, ich gehe zur Uni, ich treffe mich relativ viel mit Freunden, ich gehe gerne sowas wie Bouldern, das ist, für die, die das nicht wissen, Klettern ohne Seil, das habe ich, glaube ich, auch schon mal auf Twitter geschrieben oder so. ich gehe relativ viel zum Sport, ich gehe tatsächlich 4-mal die Woche ins Fitnessstudio und generell halt irgendwelche Freizeitaktivitäten, das ist nicht immer das Gleiche halt, was man gerade macht. Wir treffen uns meistens einmal in der Woche mit Freunden zum Filmabend und ja, im Prinzip bleibt mir da nicht so viel Zeit, weil ich halt noch YouTube mache und auch lernen muss. Leider, ja. Von Dominik. Du bist die hübscheste Person, die ich je gesehen habe. Seit Flo dich vorgestellt hat, habe ich dich abonniert. Das wird auch immer so bleiben. Oh, danke schön. Frage Ronja, wen magst du mehr? Flo oder Tops? PS, kannst du mich grüßen? Ich bin Leonie. Okay, never mind then. Von Leonie. ich will jetzt niemanden vor den Kopf stoßen. Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen Flo, einfach weil ich ihn schon ein bisschen länger kenne als Tops. Aber, beide sind nette Menschen. Also würde ich sagen, ja. Mehr oder weniger unentschieden. Von Lara. Frag Ronja, hast du Stress, seit du YouTuberin bist? Hast du einen Lieblingsort, wenn ja, wo? Stress habe ich tatsächlich eher wegen der Uni, nicht wegen YouTube. Ich habe das Gefühl, bei mir fällt ab und zu, im Gegensatz zu bei anderen Leuten, bei mir fällt ab und zu mal ein Video aus. Das liegt dann einfach daran, dass ich halbwegs viel lernen muss. Zum Beispiel, wenn ihr das Video seht, dann schreibe ich am nächsten Tag meine Bio-Klausur und dann muss man halt ungefähr so viel lernen wie fürs Bio-Abi. gefühlt jedenfalls. Das heißt, ich bin relativ beschäftigt und mache gefühlt nichts anderes in meiner Freizeit. Und ja, deswegen, wenn ich Stress habe, dann hauptsächlich wegen sowas und weil dann halt viel zusammenkommt. Aber jetzt nicht wegen YouTube. Und habe ich einen Lieblingsort? Ja, wir sind früher im Sommerurlaub immer zur Ostsee gefahren, meine Familie und ich. Und das war so ein kleiner, ich glaube, Kurort und das war voll schön. Und dann hatte man da so ein kleines Apartment, wo man gewohnt hat. Und es war halt im Prinzip, du konntest hier selber Essen kochen, aber die hatten noch so eine, so ein Kurmittelzentrum, wo du dann halt einen Pool hattest, der irgendwie voll warm war, was echt nice war, weil das Meer an der Ostsee ist nicht warm. Ich weiß nicht, ob ihr Ostseeurlauber seid, aber
Du denkst dir im Sommer, oh, ich gehe ins Meer. Nee, denkst, es sind 18 Grad. Naja, über dem Ausfall. Der Pool war immer warm. Und du hattest da auch ein kleines Fitnessstudio, eine Sauna und unten halt so ein Spa-Bereich. Und das war eigentlich ganz süß und das mochte ich immer gerne. Und da war ich jedes Jahr, seit ich ein kleiner Hüpfer bin. Und im Prinzip sind wir da hingefahren, seit ich eins bin. Deswegen wusste ich immer, wie oft wir schon da waren, weil ich dann irgendwie mit 13 gesagt habe, heute ist das 13. Mal, dass wir da sind. Naja, das war jedenfalls sehr schön und das mochte ich sehr gerne. Und die hatten da so einen kleinen Teich mit so Fröschen drin. Und mein Bruder und ich hatten so einen Kescher? Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Jetzt bin ich verwirrt, weil alles falsch klingt. Kescher? Und haben dann diese Frösche gefangen und haben die halt auch irgendwie auf Steine gesetzt und geguckt, wie sie wieder ins Wasser gesprungen sind. Und das war sehr schön. Außerdem gab es da beim Frühstücken immer Waffeln. Das war auch nicht schlecht. Nächste Frage. Von Alex. Magst du K-Pop? Tatsächlich habe ich da keine starke Meinung zu. Ich höre es nicht wirklich. Aber einfach nur, weil ich zu faul bin, mir irgendwie eine Playlist ordentlich zu machen. Schaust du dir Anime? Wenn ja, welche? Ich glaube, da fehlt noch ein An. Aber also ich bin nicht der größte Anime-Fan jetzt per se und ich guck's tatsächlich auch weniger privat, als wenn ich mich mit Freunden treffe und die sagen, wir wollen jetzt ein Anime schauen. Was ich als letztes geguckt habe, waren, glaube ich, Attack on Titan, halt die dritte Staffel, die jetzt rausgekommen ist, jedenfalls die 12 Folgen bis zur Sommerpause, One Punch Man, dann, wir gucken gerade Steins Gate fertig. Nachdem man sich durch die ersten paar Folgen durchgequält hat, falls ihr das kennt, denkt man sich erstmal, ich will das nie wieder weitergucken. Aber wir gucken das jetzt gerade fertig. Wir sind jetzt irgendwie die letzten 3-4 Folgen. Was gucke ich noch? Ich gucke mit einem Kumpel Hajime no Ippo. Das ist so ein älterer Box-Anime. Und wir haben davor Clannad geguckt. Halt inklusive Afterstory. Ich würde sagen, das waren so die most recent Sachen, die ich geschaut habe. Ansonsten halt noch ein bisschen iteren Kram. Hi Ronja, du hast ja neulich ein Q&A-Video gemacht und dort dein Roomtour-Video verlinkt. Dazu wollte ich mal fragen, wie du das mit dem ganzen Geld hinbekommst. Damit wollte ich sagen, machst du noch etwas anderes als Job außer YouTube? Du hast nämlich ganz schön viele teure Geräte in deiner Wohnung stehen. Wenn du in deinem nächsten Q&A darauf antwortest, wäre das sehr nett. Wenn nicht, ist es auch okay, denn ich möchte dir ja nicht zu nahe... Denn ich möchte dir ja nicht zu nahe treten. Wärst du vielen, vielen Dank. Das ist süß. Ich habe keinen anderen Job außer YouTube. Ich bin Studentin, wie gesagt, vollzeitmäßig. Die Wohnung, ich wohne hier nicht alleine. Ich wohne hier zusammen mit meinem Freund. Deswegen ist es tatsächlich nicht so teuer. Die Wohnung ist jetzt ja nicht so riesig. Und wir wohnen auch nicht in der Stadtmitte, wodurch man auch nochmal eine gute Menge an Geld spart. Ich habe hier auch schon gewohnt, bevor ich mit YouTube angefangen habe, also hat das damit nichts zu tun. Und im Prinzip sind wir halbwegs lucky, weil wir halt von unseren Eltern Geld dazu kriegen, dass wir die Miete bezahlen können. Und man kriegt ja auch sowas wie Kindergeld und solche Sachen. Ich habe immer ein bisschen hier und da gejobbt, sowas wie Babysitten oder Nachhilfe geben oder halt irgend sowas. Das habe ich auch während der Uni-Zeit noch gemacht. Aber das war mehr, um mir ein bisschen was dazu zu verdienen, damit ich mir, wenn ich mir was kaufen wollte, das kaufen konnte. Wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe mir diesen Stuhl irgendwann geholt. Und der war halt halbwegs teuer und ich war so, oh, ich will aber echt gerne so einen Stuhl haben. Und dann habe ich halt darauf gespart mit dem Babysitter-Money und solchen Sachen. Nächste Frage. Wie bist du Flo und Tops begegnet und was ist dein Lieblingslied, Film? Wie ich Flo und Tops begegnet bin, habe ich in meinem letzten Q&A-Video erzählt. Das verlinke ich euch nochmal hier oben gerne. Dann könnt ihr das auch sehen. Mein Lieblingsfilm, beziehungsweise meine Lieblingstrilogie, ist die Zurück in die Zukunft-Serie. Ich finde, die Filme sind super, super, super gut. Meine Freunde sind schon richtig genervt davon. Weil ich gefühlt jeden Einzelnen gezwungen habe, diese Filme mit mir zu gucken. Nein, ohne Witz. Ich habe die auf Deutsch 10-mal und auf Englisch 10-mal geschaut. Jeweils, es sind immer 3 Filme, jeweils halt normale Filmlänge. Also sitzt man da so gute 7 Stunden. Auch gerne mal am Stück, gar kein Problem. Ich liebe diese Filme. Die Filme sind so gut. Falls ihr die Filme nicht gesehen habt, Schande über euer Haupt. Guckt euch jetzt, okay? Ist mir egal, ob ihr das Video nicht weiterguckt. Wer braucht schon Watchtime auf YouTube? Bitte lass es laufen. Guckt euch jetzt die Filme an. Die gibt's auf Netflix, die gibt's auf Amazon, die gibt's als DVD zu kaufen.
Ich habe sie damals auf VHS-Kassette mit meinem Dad noch geguckt. Es war super. Zurück in die Zukunft ist so eine tolle Filmserie und es ist so schön gemacht und ich mag die Story super gern und es ist einfach, ich weiß nicht, ich find's nice. Frag Ronja, was für eine Augenfarbe hast du? Im Video sieht's aus, als ob du graue Augen hättest. Meine Augenfarbe ist blau. Sie sind sehr blau. Ich habe keine Mischfarbe aus irgendwas. Sie sind einfach nur blau. Also ziemlich langweilig. Von Roter Falke. Frag Ronja, hast du eine Spielekonsole? Wenn ja, dann welche? Ich habe keine Spielekonsole. Ich spiele nur am PC. Wir haben zwar Xbox-Controller hier, aber halt auch nur für, wenn wir haben Steam Link am Fernseher angeschlossen, damit wir da drüber spielen können, wenn wir im Fernseher spielen wollen. Aber ansonsten, nein, habe ich nicht. Ich hatte früher eine Wii. Ich habe tatsächlich, kein Witz, ich habe auch noch meine Wii-Controller, weil man die mit dem PC verbinden kann und dann alte Wii-Spiele am PC spielen kann. Wusstet ihr wahrscheinlich nicht, aber das geht. Ich selber rausgefunden. Technikgenie. Frage Ronja, redest du auch mit deinen Fans oder spielst mit ihnen? Streamst du auch mal? Klar, ich kann sicher gerne mal streamen. Ich habe, wenn ich jetzt aus meiner Klausurenphase raus bin, auch ein bisschen mehr Zeit dafür. Das ist dann, glaube ich, so Mitte Februar. Das heißt, da kann ich gerne mal streamen. Das ist bestimmt ganz witzig. Dann könnt ihr mal sagen, was ihr gerne im Stream für Spiele sehen möchtet. weil ich kann zwar Beat Saber für so 2, 3, 4 Stunden spielen, aber dann bin ich halt dementsprechend auch ganz schön außer Atem und kann nicht so gut mit euch reden. Also müssen wir mal gucken, wie sinnvoll das Ganze ist. Ja, aber wir können gerne mal sowas machen. Vielleicht können wir auch zusammen spielen. Wie auch immer. Frag Ronja, bist du meistens alleine oder ist beim Aufnehmen jemand da, weil du in der Roomtour auch alleine warst? Ich wohne, wie gesagt, mit meinem Freund in der Wohnung. Der ist auch da. Also vor allem jetzt gerade ist er krank. Deswegen liegt er eh da. Aber bei der Roomtour wollte ich halt die Räume zeigen und nicht noch jemand anderen durchs Bild laufen haben. Deswegen habe ich das gemacht, als er gerade nicht in der Wohnung war. Frag Ronja, wie bist du auf die Idee gekommen, von deinen Eltern wegzuziehen? ja gut, es war jetzt nicht wirklich eine revolutionäre Idee. Meine Eltern haben sich zu dem Zeitpunkt eh getrennt. Deswegen war es so, dass meine Mutter aus dem Haus ausgezogen ist, zusammen mit meinem Bruder, und sie sich halt eine neue Wohnung gekauft hat. Und dann war es halt so, ja, soll ich eine Wohnung kaufen mit einem Zimmer für dich mit? Oder willst du ausziehen oder willst du bei deinem Vater leben bleiben? Und ich wollte eh ausziehen, um zu studieren. Und ich wollte jetzt nicht in der Nähe meiner Eltern bleiben, weil ich gerne in Darmstadt studieren wollte. Und ursprünglich habe ich halt nicht in Darmstadt gewohnt. Deswegen habe ich dann gesagt, nee, es macht ja keinen Sinn, eine größere Wohnung zu holen, nur dass ich da noch vielleicht ein Jahr oder sowas lebe. Und bei meinem Vater war es halt super, super weit weg und nicht machbar, dass ich irgendwie hätte pendeln können nach Darmstadt und zurück. Deswegen habe ich dann gesagt, ich ziehe aus. Ich habe mein erstes Jahr, dass ich ausgezogen bin, tatsächlich auch noch nicht hier gelebt, sondern in der WG mit zwei anderen Leuten, die ich vorher noch gar nicht kannte. Das war nicht so witzig. Die waren auch nicht so cool. Aber dann bin ich umgezogen und jetzt wohne ich hier und es ist sehr schön und es ist super, seine eigene Wohnung zu haben und so seinen eigenen Bereich und machen zu können, was man möchte. Kannst du bitte mal Vlogs machen? Wenn ihr das sehen möchtet, dann sicher gerne. Ich mache halbwegs viel Freizeitkram tatsächlich. Das heißt, wenn ihr möchtet, dass ich euch da mal mitnehme mit meinem Handy und meiner Handykamera, die alle 5 Sekunden einfach stirbt, weil der Akku so schlecht ist, dann kann ich das gerne mal machen. Ja, schreibt auch mal in die Kommentare. Oder ich mache hier so eine Abstimmung rein. Wollt ihr Vlogs sehen? Ja, nein, gemischt. Bitte Nachbearbeitungsfreunde, vergisst das nicht. So. Dann sehe ich eure Ergebnisse und dann kann ich das dementsprechend machen oder nicht. Frag Ronja, ich habe mich gefragt, schon seit dem ersten Video von dir, wie kamst du dazu, schon im ersten Video Facecam zu machen? PS, du bist meine Lieblings-YouTuberin. Vielen Dank. Ich persönlich gucke lieber YouTuber und Streamer und keine Ahnung, generell Leute, die Sachen im Internet machen, die eine Kamera dabei haben. Deswegen habe ich gedacht, wäre das eigentlich ganz nett. Ich hatte, wie gesagt, das ganze Equipment da und habe mir halt gedacht, warum nicht? Also, ja, also keine Ahnung, ich finde es jetzt nicht so schrecklich. Ich habe jetzt auch keine Angst, dass mich irgendjemand erkennt, weil ich weiß nicht, ich wohne halt nicht mal zu Hause. Es ist jetzt nicht mal so, dass das jemanden betrifft, abgesehen von mir. Ich weiß nicht. Keine wirkliche Entscheidungsfindung dahinter. Ich habe einfach nur gedacht, das wäre wahrscheinlich cooler. Frage Ronja, kannst du uns deine Yu-Gi-Oh!-Karten zeigen? klar, kann ich machen. Falls ihr gerne ein Video zu meinen
Yu-Gi-Oh-Karten sehen möchtet, dann sicherlich, das wird bestimmt sehr spannend und unterhaltsam. Das war's dann aber auch mit euren Fragen. Falls euch noch etwas auf dem Herzen brennt, dann, wie gesagt, schreibt es gerne unter Hashtag FragRonja in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!